Ein Spiel? Wir haben was vorbereitet. Ich hoffe, ein Trinkspiel. Trinkspiel! Was spielen wir? True or false. Okay. Falsch oder richtig. Okay. Ach so, weil kann ja kein Englisch. True or false. Wir sprechen hier Deutsch bei uns in der Sendung. Ach so, ganz wichtig. Ja, wichtig. Also falls ihr zu Hause Englisch versteht, schreibt mir bitte eine Nachricht. Ja, sag mir mal Bescheid. Ja, das kannst du dir direkt mal auf den Hinterkopf hängen. Also wahr oder falsch heißt true or false auf Englisch. Ja. Okay, los geht's. Okay. Okay, du erklärst das Spiel. Also ich habe nämlich nicht aufgepasst bei der Redaktionsbesprechung. Was machen wir jetzt Ach so, genau? Wir lesen, ich lese euch jetzt Aussagen vor, Fakten. Fakten? Ja, Fakten kann man ja nicht sagen, weil man weiß es ja nicht. Also ich lese euch jetzt etwas vor, ich gebe euch eine Aussage und ihr entscheidet, ist das wahr oder falsch. Also okay. Ich glaube, ist es jetzt von Aussagen von Leuten, die da drin sind? Ja, genau. Also hör mal, Promi Big Brother 23, von Leuten, die drin sind. Ach so, da sind wir. Okay. Okay. Mhm. Okay, fangen wir an mit Jürgen Milski. Oh. Okay? Mhm. Er ist süchtig nach dem Kartenspiel Hose Nobi. True or false? Falsch oder richtig? Was ist das für ein Spiel? Raten, ja? Was ist das für ein Spiel? Du musst raten, ob das falsch oder richtig ist. Es gibt anscheinend ein Kartenspiel, das heißt Hosen Obi. Hosen Obi. Und ist er ja auch, ja. Hosen Obi, richtig, sagt sie. Du auch richtig? Und ja, ja. Ja, ist richtig. Ja, was kriegen wir jetzt? Einen Schaden? Nee, Moment. Ich muss das ja alles regeln. Mach mal weiter. Bitte. Er hatte 2014 eine Affäre mit Gina Lisa Lofink. Wer denn? Jürgen Milski. Das würde einige sagen. True or false? Natürlich, du musst ehrlich antworten jetzt. Ich habe gar keine Ahnung. Ich würde sagen falsch. Falsch? Und du? Du sagst richtig? Richtig. Ja. Es ist falsch. Oh, dann kriegst du einen. Oh. Dann gehen wir Grüße weiter. Gemeint, Gina, sorry. Gehen wir zu... Schöne Grüße gehen raus, ne? An sorry, Gina. Grüße Matthias Mangiapane. Okay. Mhm. Ist es wahr oder falsch, dass er einen Papagei als Haustier hat? Den Hubert? Richtig, falsch. Was ist die Antwort? Ist richtig. Ja! Ja! Und er holt auf! 2-2 unentschieden. 2-2 ist das der Change. Der Wechsel. Wir machen weiter. Wir machen weiter mit Paulina. Mal gucken, wie gut ihr sie wirklich kennt. Ich kenn sie. Okay, Paulina, ja. Ist es richtig oder falsch, dass sie vor ihrem Umzug nach Nizza Italienisch gelernt hat? Wer? Italienisch. Wer? Sollte sie denn Italienisch? Ja, das fragen wir uns ja auch. Paulina. Ach, Paulina. Ich würde sagen, falsch. Falsch? Was sagst du? Richtig? Und? Ist falsch. Oh, wow. Und damit Carina vorne. Ist es richtig oder falsch, dass sie von Freunden Pablo genannt wird? Wer jetzt? Paulina? Ja, was hast du denn? Du darfst nicht mehr abgucken. Ja, okay, ich würde halt auch richtig sagen. Richtig? Richtig? Ja. Ist richtig. Ah. Kriegen beide eins, ja? Aber dann merkst du, da habe ich gerade kurz. Und wir spielen hier gleich weiter. Wir gucken aber kurz in den Livestream, denn da wird gerade hart gelästert. Gelästert? Echt? Über wen? Über Iris. Und wer sitzt dabei? Gefällt mir das. Was meinst du jetzt? Ja, würde man dann hier reingehen, wenn man weiß, dass Peter hier ist? Genau, also wenn. Also, oder? Ich hätte das vorhin nicht. Also, als Mann hätte ich es nicht gemacht. Nein, nie. Guck mal, das stand ja auch am Anfang so in Frage, wie heißen die ganzen Formate, prominent getrennt und. Das hat never, ever mache ich ein Format mit dir. Never. Wäre nie für mich in Frage gekommen. Ja, siehst du, würde deswegen ich auch heute nicht machen. Selbst nachdem, wenn das jetzt fertig ist. Nein, warum sollte ich? Bin ich bescheuert oder was? Wenn ich ein Format mache, will ich Spaß haben, weißt du? Auch, klar, natürlich, das ist Stress. Und extreme Herausforderung, aber trotz allem hast du Spaß. Du kannst schöne Gespräche führen, weißt du, und du kannst dich mit Menschen schön unterhalten, aber das drückt die Laune, weißt du, und das nimmt auch ein bisschen den Spaß an der ganzen Geschichte. Ja, warum sollte ich mir das freiwillig geben? Bin ich bescheuert oder was? Vielleicht war's ich bringe ja auch nicht freiwillig ein Kaktusfeld. Ja, es ist so, klar. Du läufst nicht freiwillig durchs Minenfeld. So, das ist alles schon dreimal. Was ich ganz schlimm finde, aber was ganz schlimm erschreckend finde ich es heute, mich stört das jetzt mit dem Einkauf noch nicht mal so schlimm. Echt, ne? Jetzt ist es okay. So am Anfang, wo wir hier rein sind, habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Und jetzt bin ich so, ja gut, das ist halt so. Das ist die richtige Man kann es ja auch nicht ändern. Du mich meinen, was soll ich denn jetzt machen? Ja. Ich lasse heute halt diesen Haferkrempel weg, dass ich morgen früh halt diesen Haferkrempel essen kann. Ich habe jetzt gerade ja nochmal gegessen, so ein bisschen. Da kam es mir, aber es auch.
Also Matthias, der ja, ich finde er so als Grinch, grüner Grinch. Ich frage mich gerade, wie er von dem einen Thema komplett auf das andere gesprungen ist. Naja, weil er ja eigentlich Iris Klein im normalen Leben zerlegt hätte, nach dem Einkauf mit den 3 Sektflaschen und den 3 Tüten Erdnussflaps. Und warum tut er das jetzt nicht? Weil er entspannter ist, weil er wahrscheinlich auch diese Meditation macht, die wir auch immer machen, wenn wir angespannt sind. Warte. Achtung. Fuck. Fuck. Nochmal einatmen. Trink doch einfach ein. Nee, es hilft. Hat er mir, okay, hat er mir beigebracht. Facts über die Bewohner, falsch oder richtig? Die Lara Kruse. Die Lara ist süchtig nach Red Bull oder roter Bulle. Das stelle ich mir nicht, ja. Ist richtig, sagt ihr? Was sagst du? Falsch. Ich würde auch richtig sagen. Achso, ich muss ja gucken, ne? Ist richtig. Yay! Ja, ist richtig. Mm-hmm. Carina kriegt wieder hier Applaus. Jetzt musst du aber aufholen, hör mal. Yasin, was geht bei dir? Die Lara, Dominik, machen wir mal Dominik, der Bachelor. Ich kenne die alle nicht so wirklich. Ah, Dominik, ich kenne die doch jetzt auch nicht. Dominik hat Paulina nominiert. Er hat gesagt, sie hätte behauptet, 100.000 Euro kannst du gewinnen bei Promi Big Brother. Das wäre ja gar nichts, weil man muss ja 50.000 Euro ans Finanzamt bezahlen. Ja, das deutsche Steuersystem ist hart, haben wir alle schon mitbekommen. Hart. Und dafür wird es sich ja nicht lohnen, mitzumachen. Da habe ich ja einen Herzinfarkt bekommen. Hallo, mein Name ist Peter Klein und ich bin dabei bei Promi Big Brother 2023. Folge verpasst? Kein Problem. Schaut einfach nach, kostenlos auf Join.